Willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere. Nachdem wir im letzten Part den Saisonauftakt gegen Union Berlin auswärts mit 2 zu 0 für uns entscheiden konnten, wartet heute der Auftakt in die diesjährige DFB-Pokalsaison auf uns, nämlich zu Hause gegen Greuther Fürth. Und auch dieses Spiel wollen wir natürlich gewinnen, wollen uns für die zweite Runde qualifizieren. Aber dafür heißt es auch heute wieder Vollgas geben. Wir natürlich in Weiß, die Fürther in Grün. Und wir werden heute natürlich rotieren müssen. Fischer, der junge Stammkeeper, darf ins Tor für DFB-Pokal. Klingmann darf ihn rechts verteidigen. Matras wird mal, weiß ich noch nicht, Linzmeier bleibt spielen. Dafür wird Winter spielen. Für Petrovski wird mal vorhin auch von Anfang an spielen. Für Höhler wird sie guter Pardo von Anfang an spielen. Und dann ist die Frage, was machen wir noch? Weil ich will nicht ganz so viel rotieren eigentlich. Knipping könnte mal rankommen für Gordon. So machen wir es. Und dann ist die Frage, bringen wir Schäfer, den jungen Stürmer, auf die Bank? Mit 16, ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen Höhler dafür dann auf der Bank. Und so würde ich sagen, gehen wir dann rein in diese Partie, beziehungsweise halt, stopp. Für Knipping möchte ich mal ganz gerne Tornarigas sehen. Den Neuzugang kommt zu seinem Debüt, keine Parade-Spiele. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann jetzt rein in die Partie, in den DFB-Pokal. Die Spielvereinigung ausführt. Eine Partie, die für uns auch mindestens genauso wichtig ist wie für die Vierte, um die zweite Runde einzuziehen. Hier zu Hause im Stadion am Hartwald. Um zu schauen, wie es weitergeht. Im letzten Jahr haben wir in der zweiten Runde hier zu Hause gegen Hoffenheim knapp verloren. In diesem Jahr müssen wir schon in der ersten Runde ran. Aber auch diese Partie wollen wir nicht gewinnen nach dem letzten gegen Union. Ja, vor 8 Stunden noch mal drin. Naja, das ist ja 2 Tage her, wo wir in Union bei Union Berlin gewonnen haben. Heute schon wieder zu Hause jetzt gegen Fürth. Mit etwas einer veränderten Startaufstellung heute. So kommt Jordan Tonariga zu einem Debüt, der 19-jährige Innenverteidiger aus Berlin, die Leihgabe. Die heute seinen ersten Einsatz haben wird. Die Aufstellung kennen wir von uns natürlich schon, den wir eben schon gesehen, mit Fischer im Kasten, denn die junge Mann, die neue Nummer 2 im Tor aus der eigenen Jugend, dann Pacarada, Kister, Tonariga, Klingmann, Matras, Winter, Dorsch, Vollmann und guter Fassung zu im Sturm. Gegen seinen Ex-Club wurde jetzt natürlich heute auf dem Platz, logisch. Dann schauen wir mal kurz auf die Aufstellung. Der Vierte, da sehe ich Naray, Kukanik. Habe ich da schon gesehen, da ist mit Naray, Kukanik, Frank Halitschuri, Gieselmann. Dann Landu Landu, Pinter, Tigiachi in einem 5-2-1-2 System. So ungefähr, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Party. Matras mit Klingmann, mit Matras mit Vollmann mit Pagarada. Oh, der Ball, Vollmann geht da nicht hin. Lundu ist dazwischen. Galetschuri nach außen aufgelegt auf Gieselmann, der versucht den Spielaufbau, aber Winter wirft sich rein, holt den Einwurf raus. Nee, gibt Freistoß da. Für die Vierte. Gieselmann. Winter. Matras. Robert zu. Vollmann. Schlechter Ball. Pinte. Dorsch. Winter. Auf
zu, der nach außen auf Klingmann. Klingmanns Flanke ist zu lang. Eine Reihe klärt zum Einwurf für die Sandhäuser. Einwurf für Paccarada. Paccarada, Klingmann, Dorsch. Dorsch, gute Ablage. Klingmann. Nochmal die Flanke, die ist gut, da ist die Möglichkeit. Vollmanns Fallrückzieher, der dann aber zu ungefährlich ist. Und das ist, naja, nicht schlecht. Matras gewinnt den Kopfball. Sararea. Gieselmann. Chigiachi. Das ist Chigiachi. Winter. Vollmann. Zu. Und so gut der Paso versucht draufzuschieben gegen Naray. Freis ist dazwischen. Paccarada beim Einwurf. Matras. Dazwischen. Vollmann. Winter. Klingmann. Schöner Chipball versucht, aber Franke ist dazwischen gegen Vollmann. Sararia. Vollmann, der Einwurf. Winter. Matras. Klingbauer, Klingmann, Matras, Ballverlust, Landu, Landu, Gieselmann, Pollmann, gut dazwischen, Landu, Landu, Chikiachi, gut dazwischen, Pollmann, zu, gut dazwischen, wieder Robert zu, der Österreicher, die Flanke abgeblockt. Gieselmann, Matras und das Gieselmann überall in Seiten aus. Tonariga übernimmt den Einwurf nach 26 Minuten, noch keine Tore. Robert zu. Schlechter Ball, Pinte. Weiß. Freis, gute Chance für die Fürther, aber der Freis kann den Abschluss nicht in Richtung Tor bringen. Der junge Fischer mit dem langen Ball. Zu guter Pasu, Kopfball. Dorsch. Nach außen. Paccarada. Zu guter Pasu. Zu. Klingmann gegen Gieselmann. Guter Ball Klingmann, aber ins Zentrum. Schade. Einwurf Klingmann. Winter. Dorsch zieht ab, aber irgendwie keine Gefahr. Sararia. Paccarada. Tonariga. Dorsch. Vollmann. Klingmann. Vollmann. Dorsch. Matras. Paccarada.
Der blanke Matras mit diesem Seitfallzieher. Und der Ball geht dann doch knapp am Kasten vorbei. Carrasco ist zu den Bayern gekommen. Ja, nach einer heftigen Summe. Der lange Ball Tornarica gegen Sararea. Gut dazwischen jetzt erstmal. Winter. Klingmann. Starker Ball da auf Robert zu. Der läuft den Ball, ist es abseits. Langer Ball, Gott, bei Kiste. Wollmann. Mit Dorsch. Dorsch. Bagarada. Zu. Guter Ball in die Lücke, Matras, aber kann da leider nicht entscheiden, was mit dem Ball machen, aber eine gute Idee. Da für die Fürther. Toner, Riga, Kopfball-Duell. Wollmann. So guter Basu. Langer Ball, dann Nachspielzeit sind angezeigt. Toner, Riga. Baccarada. Winter, Vollmann, Matras, guter Zwischen, Klingmann, guter Chipball, auf Robert zu und Frank geklärt zum Einwurf und dann ist hier Pause in Sandhausen zur Pause 0 zu 0 gegen die Fürther. Parallel spielen nachher noch Bochum, spielen noch gegen 68. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang hier gegen Sandhausen, gegen Nürnberg. Steven Sammer kommt für Frank in die Partie. Damit gehen wir mal weiter rein in diese Partie. Winter, Kiste. Kuganik, Freis, der Ball nach außen, Gieselmann, Landu, aber Matras ist dazwischen. Klingmann, Winter, Ballverlust. Narei, Kuganik, Sama, Klingmann, nee, Sama klärt in Seiten aus. Einwurf von Winter auf zu. Matras, Paccarada auf Dorsch, der ist in der Box. Niklas Dorsch, spitzer Winkel abgeblockt und Guga nicht klärt. Ein Wurf. Robert zu. Winter und Guga nicht klärt. Klingmann. Chiquiacci ist dazwischen. Und Matra Nundulundu. Guter Zweikampf. Ne. Nundulundu wieder für die Fürther. Gut dazwischen von Winter. Zum Einwurf geklärt. Lundu. Gieselmann. Gut dazwischen von Tonariga. Und dann ist Chigerchi da für die Fürther.
weiß, macht das gut. Dazwischen. Chigachi abgeblockt. 63 Minuten. Tornariga. Legt nochmal ab für Kista. Dorsch. Schlechter Ball, Pinte. Chigachi. Ablage, wir sind da. Wichtig. Paccarada. Matras. Vollmann. Luca, schlechter Ball. Er führt da wieder Pinte. Winter. Gut dazwischen, doch nicht zurückgelegt. Fischer klärt. Und jetzt gehen wir mal rein, werden wechseln. Hüller kommt für Robert zu in die Partie. Meffert kommt für Matras in die Partie. Doppelwechsel. Eckball geklärt. Da dieser Ball. Und die führte Chikiachi. Und Sararia haut den Ball drüber. Fischer den Ball lang wegschlagen. Suda Pasu, Kopfballablage. Dorsch. Baccarada. Vollmann. Meffert. Winter. Vollmann. Da der Ball landet bei Meffert. Landu. Akros, gut dazwischen. Gut dazwischen. Klingmann kommt nicht dazwischen. Und Kiste stellt den Körper gut rein. Kiste. Und dann ist das der starke Ball für Paccarada. Der hat jetzt richtig Platz. Paccarada, Lennart, Paccarada lässt sich dann zu weit abdrängen von Steven Sammer, sodass der Ball nur geblockt ist zum Eckball. Eckball kommt. Vollmann. Winters Flanke. Kalecuri klärt. Und dass es frei ist, der Ball über den Tornariga ist da. Dorsch. Makros ist dazwischen. Spielaufbau der Vierter. Über Sama, der weite Ball ins Zentrum, findet nur einen Sandhäuser. Der Ball kommt zu Suguta Pasu. Der bringt den Ball in die Mitte. Gubanik blockt. Nächster Eckball für den SVS. Es sieht hier alles danach aus, als ob es in die Verlängerung geht. Eckball von Winter. Zu guter Pasu mit dem Kopfball, der da knapp am langen Eck vorbeigeht. Relativ deutlich. Höhner. Langer Ball. Tornariga. Sararea. Gigerci. Gut dazwischen. Dorsch. Vollmann, Dorsch, Paccarada, mit letzter Kraft setzt er sich da durch, Sammer, nachher ist es aber, der ihn weggrätscht. Paccarada beim Einwurf, Dorsch. Paccarada nach Reihe. Vollmann.
Sararea. Kalejuri setzt den Ball neben den Kasten. Fischer mit dem langen Ball. Müller, Melfort. Zu guter Pasu, Dorsch. Vollmann. Zu guter Pasu. Und damit ist hier Schluss nach 90 Minuten. Und man muss hier in die Verlängerung gegen die Spielvereinigung Kräuter führt. Und wir gehen rein in den nächsten Wechsel. Dorsch wird nochmal gehen. Dafür wird Linzmeier wohl mal kommen. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Höhler mit dem Anstoß. Meffert. Wollmann. Linzmeier. Kakarada. Linzmeier. Meffert. Klingmann. Sama. Langer Ball. Und der Ball ist Meffert. Gugan. Kein Foul. Hoffentlich hat sich Meffert da nicht verletzt. Ich glaube aber genau das ist gerade passiert. Pakarada. Vollmann aus spitzem Winkel gegen Magyreich. Guter Versuch von ihm. Dann Eckball für den SVS. Eckball von Vollmann. Der ist nicht so schlecht. Der Ball ist im Tor. Und es gibt Elfmeter für die SV Sandhausen. Handspiel wahrscheinlich. Da mit diesem Elfmeter-Pfiff jetzt. Lukas Höhler wird ihn wohl nicht treten. Oder? Naja gut, doch. Lukas Höhler wird den Elfmeter treten. Für die Sandhäuser. Lukas Höhler verwandelt den Elfmeter 1:0. In der 98. Minute in dieser Verlängerung hier gegen die Spielverlängerung Kräuter führt. Elfmeter wieder richtig gut geschossen. Nicht gleich verladen in die linke Ecke. Eiskalt. Sein erstes Saisontor hier im DFB-Pokal. In dieser Verlängerung. Und jetzt. Narei ist dazwischen und bekommt das Foul gepfiffen. Freistoß jetzt. Narei, langer Ball. Und der Ball ist gut. Und dann ist Landu. Landu mit dem Volley. Und der Ball geht am Kasten vorbei. Fischer wird den Ball jetzt erstmal lang wegschlagen. Höhler. Der Ball geht durch. Sama. So gut der Basel versucht drauf zu schieben. Shigerchi. Narei. Pinter. Flanke kommt und geklärt. Wichtig. Landu. Riga und Valetjuri, da ist ein Wurf für den SVS. Winter. Gut, der Zwischenton Riga klärt. Zu guter Pasu auf Linzmeier. Linzmeier, Sama klärt mit der Grätsche stark.
Und dann ist hier Pause in der Verlängerung. Und dann führen wir mit 1 zu 0 in der Verlängerung. Gegen die Fürther. Wer ist dazwischen? Und Chikachi, die Flanke. Und dann ist die Flanke Fischer am Ball. So gut auch rein zu. Donaurige auf Klingmann. Höhler. Gut gespielt. Linzmeier nimmt den Ball weiter. Linzmeier. Die Chipflanke ist so gut dabei. So. Höhler und Mergirei ist dann da zwischen und kann den Ball parieren. Das ist jetzt Shigeachi für die Hertha. Donauriga. Akarada. Linzmeier, Meffert. Höhler, Winter, Klingmann, Meffert, so guter Paar, so gut gespielt, Pakarada geht vorbei, Marei, und das ist Reihe und Nason. Nach außen, Chigerci, Narei, dann kommt nochmal, Kister klärt, Pakarada schlägt den Ball einfach in die vierte Hälfte, weit weg, und Mergirei ist da, und dann der lange Ball der Vierte, und dann ist hier Schluss, und wir gewinnen mit 1 zu 0 in der Verlängerung gegen die Flüge in den Kräuter führt und qualifizieren uns damit mit ein bisschen Glück in der Verlängerung hier mit diesem 1 zu 0 für die zweite DFB-Pokalrunde. Statistisch ist es okay, aber wichtig ist im DFB-Pokal, wie gesagt, dass wir weiterkommen hier im Pokal. So ist es auch. Bochum ist immer noch nicht angepfiffen worden gegen die Löwen. Und dann gehen wir mal noch rein ins Training. Und da würde ich ganz gerne einen jungen Herrn Fischer mal trainieren, weil der, glaube ich, ist dann richtig stark. Weil der schon stärker ist als ein Schäfer. Und damit gehen wir mal rein ins Training. Schauen Fischer mit C, Petrovski mit A verbessert sich. Wichtig. Turner, Fischer, besser sich der Keeper, wichtig, Schneider und Turneriga D, alles gut, bitter. Wir gehen jetzt nochmal den Dienstag von ran hier. Haben nämlich noch ein paar E-Mails. Transferangebot für Knaller. Den brauchen wir leider nicht. Wir lehnen also das Transferangebot aus Bochum ab. Markus Karl, 600.000 wird er mal bei der Fortuna angefragt. Und dann gehen wir mit das Turnierpreisgeld. 440.000 Euro gibt es für die Zweiterkommung im DFB-Pokal. Dann wird das Spiel gegen Karlsruhe verlegt. Genauso auch das Spiel gegen Bielefeld. Sehr gut für Karl. Linzmeier wegen meines neuen Vertrages. Trainer, ich habe jetzt natürlich über meine Zukunft in diesem Verein nachgedacht und mich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich werde meinen Vertrag erfüllen und dann weiterziehen. Ja, Herr Linzmeier, wir warten das nochmal ab, mal gucken. Also jetzt gibt es hier intern auch noch
Krisen, Probleme. Real gewinnt Rennen um Jerome Boateng. Wir sind Tabellenzweiter nach dem ersten Spieltag. Wow, stark. Und wir gehen jetzt nochmal kurz in den Kalender, in den DFB-Pokal und schauen, die zweite Runde im Oktober ist ausgelost und wir spielen zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Also ein machbares Los. Knapp mal vorher spielen wir schon in der Liga in Lautern. Also ist Lautern in der zweiten ungefähr machbar als Hoffenheim im letzten Jahr. Aber gut, wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem zweiten Spieltag der Liga freitags gegen den FC Ingolstadt. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao!